Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Sei willkommen in einem neuen Video. Ich habe mega Hunger, aber das nützt ja nichts. Wir wollen trotzdem, weil wir haben jetzt gerade so eine heiße Jahreszeit und ich sehe so ein bisschen bei YouTube in meinen Statistiken, dass ihr gerade unsere Limonaden so doll geklickt habt und viel geklickt habt. Und da dachte ich mir, ich habe noch eine neue Variante dafür. Ich tue jetzt mal eben schnell noch eine neue Variante an Limonade raus, aber mit dem Zusatz Low Carb. Wir machen heute eine Gurken-Minzlimonade, halt aber ohne Zucker. Aber als erstes, weil es so schön paradox ist, müssen wir als erstes uns einen Zuckersirup machen. Dafür brauchen wir 125 Milliliter Wasser. Das muss ich mir heiß machen. Das Wasser wird ja schnell warm. Wir brauchen dafür einen Zuckerersatz. Wir nehmen Erythril. Ich mache euch unten einen Link in die Beschreibung. Davon brauchen wir 140 Gramm. Und das lösen wir jetzt hier in unserem Wasser mal eben schnell auf, bis man halt nichts mehr davon sehen kann. Also wir sättigen im Endeffekt das Wasser komplett mit dem Zuckerersatz. Und wenn das dann gleich richtig aufgelöst ist, dann können wir das auch schon wieder abkühlen lassen und im Kühlschrank stellen. Jetzt kann man gerade sehen, wie es immer durchsichtiger wird wieder das Wasser. Das kommt, weil durch die Hitzeeinwirkung das Wasser jetzt den Zuckerersatz wunderbar aufgenommen hat. Und damit sind wir auch schon fertig mit unserem ersten Arbeitsschritt. Das tun wir jetzt wieder in mein Glas, wo ich eben das Wasser auch drin hatte. Und dann lassen wir das abkühlen. Weiter geht's. Wir haben unseren Zuckersirup fertig. Wir brauchen jetzt halt ein Stück Gurke. Ich nehme einfach mal so ein Stück. Ich werde die schälen, weil ich bin mir nicht ganz so sicher, ob die wirklich so sauber ist, dass ich die Gurke mitverwenden kann. Das ist ein bisschen schade, aber nützt ja nichts. Ich schäle die jetzt mal eben schnell. Der geht weg. Ich zerteile das jetzt und dann kommt das schon mal in meinen Food-Prozessor. Zerpflücke ich mir. Ich habe jetzt hier ein schönes Stück Minze. Das schmeiße ich hier auch mit rein. Aus dem Garten? Aus unserem Garten, genau. Bio à la Hüttmann. Dann brauchen wir jetzt Limette. Die drücke ich jetzt hier mal eben schnell auch noch mit rein. Ich habe natürlich wie immer eine Einkaufsliste und ein Rezept geschrieben. Das findet ihr unten wieder in der Description Box. Einfach runterladen, ist eine PDF, geht auf jedem Rechner auf. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das Ding ja auch dann drucken oder auf dem Handy haben. Ich glaube, demnächst werde ich eine App bauen für uns. Dann habt ihr das immer gleich in der App. Also damit es ein bisschen leichter geht, vielleicht ist das ja auch Aberglaube, drehe ich die immer so ein bisschen auf meinem Brett, dann ist die ein bisschen weicher und dann lässt sich das halt auch ein bisschen einfacher machen. Wie man sieht, alles Quatsch. Nein, nicht alles Quatsch. Ich habe noch rutschige Hände gerade. Nein, da kommt doch die ganzen Saft raus. Stimmt. Boah, kommt da Saft raus. Ja, ich glaube, das war auch schon genug. Wir wollen es ja nicht so übersauer machen. So, wir haben jetzt da drin die Gurke, den Zweig Minze, die Limette und 4 cl stilles Wasser. Und jetzt wird es halt einmal laut. Fertig. Genau. Gecrushedes Eis haben wir in unserem Glas. Wir tun da jetzt unser Gurkenmus oben drauf. Super. Dann nehmen wir uns etwas von unserem Sirup, der kein Zuckersirup ist. Und füllen das Ganze auf mit etwas Sprudelwasser. Sodawasser. Genau. Ready.
Jetzt brauchen wir noch einen Strohhalm. Natürlich Glasstrohhalme. Wir wollen ja an unsere Umwelt denken und an unseren Körper. Dann rühren wir das Ganze mal ein bisschen um und dann werden wir es gleich mal probieren. Ja, dann auf euch. Prost. Und schmeckt. Boah, Wahnsinn. Echter Hammer. Die Gurke, die Limette, die Minze da drin, das kommt alles so zusammen, harmoniert super miteinander. Echt lecker und sehr erfrischend. Bei den Temperaturen, die wir draußen haben, hier drin in der Küche sowieso, mit den heißen Scheinwerfern in der Mitte, die heiße Frau hier, könnt ihr ja immer nicht sehen, zum Glück. Ja, sehr, sehr erfrischend, absolut genial. Macht ihn einfach mal nach. Es bringt Spaß, ihn zu machen und er schmeckt halt auch einfach super. Vielleicht werde ich mir noch eine Variante ausdenken, wo man da vielleicht ein bisschen Gin reintut oder so. Kommt bestimmt auch gut. Ich werde es ausprobieren. In einer meiner nächsten Videos werde ich es euch erzählen. Also, sollte euch das Video gefallen haben, Daumen, abonnieren, Kommentare. Aber das sagen ja alle und immer. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wir sagen tschüss. Und der Frank vom foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Hier klingelt das schon wieder wie wild. Ciao, ciao.